Heute nach langer Zeit verbessern wir mal wieder einen EAFC-Account. Es ist Totti-Zeit. Das bedeutet, wir verbessern heute einen Totti-Account. Ich habe wieder eine Instagram-Story gemacht, wo ihr mir schreiben konntet, warum ich euer Team verbessern soll. Und heute verbessern wir das Team von Daniel Hirschel. Er hat gesagt, dass er unbedingt Hilfe braucht in der Weekend League. Und ich dachte mir, ich spiele nicht nur seine Weekend League, sondern verbessere gleich das ganze Team. Zudem haben wir noch 200 Euro FIFA-Points aufgeladen. Wenn ich auch mal euer Team verbessern soll, schreibt mir auf Instagram, lasst ein Follow oder lasst ein Abo oder 50 Abonnenten noch bis in 60.000. Und nun viel Spaß mit dem krassen Video. Wir haben ganz viele Totties gezogen. Und wenn ihr euch fragt, wie ich die ganzen 100 Euro PSN-Karten für nur 80 Euro bekomme, dann bei meinem Partner Eneba. Bei meinem Partner Eneba bekommt ihr die günstigsten PSN-Karten auf der ganzen Welt. Wenn ihr auf den Link in der Videobeschreibung drückt, dann kommt ihr zu diesem Angebot. 110 Euro PSN-Karte für nur 95 Euro. Eine 80 Euro PSN-Karte für nur 69 Euro. Eine 50 Euro PSN-Karte für nur 42 Euro. Und eine 10 Euro PSN-Karte für nur 8. Ihr seht, jede PSN-Karte ist bei meinem Partner Eneba absolut günstiger. Deshalb klickt auf den Link in der Videobeschreibung und spart echtes Geld. So, Freunde, heute verbessern wir den Account eines Zuschauers. Viele haben sich das gewünscht. Wir machen das jetzt mal wieder. Deshalb gehen wir heute in den Account eines Zuschauers. Ich bin auch schon eingeloggt sogar. Und ich schwör's euch, Freunde, ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Also, ich habe gar keine Ahnung. Ich würde mal sagen, ich logge mich jetzt zum ersten Mal ein. Wir gehen jetzt mal ins Ultimate-Team-Menü und gucken mal, wie viele Coins der Mann hat, wie viele FIFA-Points, was für ein Team und so weiter und so fort. 318 Packs hat der Mann aufbewahrt für uns. Okay, das ist pretty insane. Also, werden wir auf jeden Fall die ein oder andere Totti-Karte bestimmt ziehen. Also, hoffe ich zumindest. Man kann ja nur 20 oder 25 Packs sehen, aber er hat sehr, sehr viele Packs. Es gibt auch einige Promo-Packs, also wie ihr sehen könnt, die werden wir auf jeden Fall auch öffnen. Und was gibt es noch so für Packs? Boah, 350k-Packs, also heute könnten wir den einen oder anderen Totti ziehen. Mal schauen. Holy shit, was ist das denn für ein Team? Hä? Junge, was soll ich denn hier... Okay, wir können auf jeden Fall ein bisschen was verbessern. Den Stürmer Zola fühle ich gar nicht, Kreu fühle ich auch nicht so sehr, wenn man so jetzt auf jeden Fall mega Pick-Me unterwegs ist. Ich sagte sonst, die Abwehr sieht schon sehr stabil aus. Bright fühle ich jetzt auch nicht so. Ah, okay, hat er die alle gezogen? Also, bestes Obvious, eine SPC. Cruyff untrade, Zola untrade, Ronaldinho untrade. Digga, ist das untrade FC oder was? Hat schon zwei Totti-Icons gezogen. Okay, ich bin sehr gespannt. Der Account scheint auf jeden Fall gesegnet. Ist da was dahinter? Okay, er hat relativ viele High-Rated Gold-Karten. Das heißt, wir können auch geile SBC-Karten machen. Aber ja, schauen wir mal an. Ich werde auf jeden Fall hoffen, dass wir den ein oder anderen Totti ziehen. Ich bin sehr optimistisch. Ich denke mal, wir fangen direkt an, ein paar Packs zu öffnen. Spielen ein bisschen die Weekend League auf dem Account. Laden zusätzlich FIFA-Points auf. Also ich denke mal, alles sowas machen wir. So, Freunde, wir haben die ersten 100 Packs auf dem Account weggezogen. Ich sag euch ehrlich, da war nicht einmal was Geiles dabei. Aber wir geben nicht auf. Wir haben jetzt 12.000 FIFA-Points aufgeladen. Für diese Packs übrigens der korrekte Typ, also von dem wir gerade den Account machen, haben mir die 12.000 Points gegeben. Gesagt, zieh einfach, Bro. Bitte zieh mir eine geile Karte und wir probieren das Beste, hier ihm eine Totti-Karte zu ziehen. Deswegen, wir verbessern ja gerade den Account eines Zuschauers. Sehr, sehr wichtig. Jetzt kam die Premium 81, 100 mal 81 Plus-Packs raus. Da hat man eine Wahrscheinlichkeit von über 16%. Genau 16% eine Totti-Nomini-Karte zu ziehen und eine 1,7%ige Chance, eine Totti-Karte zu ziehen. Also, es ist Zeit für die erste Totti-Karte. No, Totti! Totti! Totti-Nomini, nein! Kim Min-Jae, aber egal, erste Totti-Nomini. Wie viel kostet Kim? Der kostet doch safe was. Oh, Totti! Totti! England! Zertum, wer ist das? Chelsea? England, Zertum, Chelsea? Wer ist das, Nomini, ne? Oder wer ist das hinter? Harry Kane! Harry Kane, Totti Nomini! Nehm ich! Totti Nomini, Harry Kane! 120k, egal. Das ist nicht schlecht, nehmen wir. Das ist ja schon aufgemacht. Totti, ich schwöre, Totti. Was ist das? Ich schwöre, ich spei als Totti Nomini, oder? Also, es könnte jetzt Totti sein oder Totti Nomini. Warte, 3, 2, 1. Also, wenn du jetzt eine Totti kannst, ziehst du das mal nicht mal glauben. Wer ist das? Totti Nomini, Valverde. Digga, der ist geisteskrank! Herr Ehrlich? Oh mein Gott! Hä, du kommst rein? Du kommst hier rein? Ich zieh 3 Stunden Packs, es passiert gar nichts. Du kommst hier rein und ziehst mir mal kurz, wie viel ich kostet. Ich hab gesagt, ich hab den Frieden in den Haushalt. Der kostet knapp eine Million. Ist doch gut. Aber man kommt gar nicht. Hä, wie krass. Sie kommt einmal rein, zieht man trotzdem Nomini nur bei Werder und geht wieder. So, Freunde, wir haben gerade in 1 von 3 86 Plus Basis Champions League Hero Pick jetzt gemacht. Und jetzt schauen wir mal, was da drin ist für den Zuschauer. Ich hoffe, das ist nice dabei. Das Geile ist, er wird den Pick auf jeden Fall nochmal bekommen, weil die haben hier einen Fehler gemacht. Es ist ein 87 Plus Pick eigentlich, aber bekommt nur einen 86 Plus Pick. Das heißt, er bekommt wahrscheinlich morgen oder übermorgen, wenn ihr das Video seht, nochmal diesen Pick. Aber wir öffnen jetzt diesen Pick. Mal schauen, was er zieht. Was ziehen wir? Komm, 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 komm.
Tevez, Brolin oder Rosicki? Ich glaube, da kann ich loslassen. Ich nehme Brolin. So, Freunde, wir haben noch zusätzlich einen Icon-Pick abgeschlossen, um diesen Account noch weiterhin zu verbessern. Ich weiß, der Account ist schon krass, aber wir haben krasse Sachen schon gezogen. Wir haben mal die 2 Millionen gezogen. Wir haben 3 Totti-Nominis gezogen. Also es hat sich jetzt schon krass gelohnt, dass wir hier gegrindet haben. Wir werden die Weekend League noch weiterspielen und noch weiter SBCs abschließen. Jetzt R9 oder was auch immer. Was wir ziehen. Ist mega. Winter Wilder, Grincha, alles möglich. Wir gehen da jetzt rein. Let's go. Leute, lasst gerne einen Daumen da, lasst gerne ein Abo da. Ich würde sagen, wir sind 10 Abonnenten vor 40.000. Ne, vor 60.000. Lasst doch mal gerne ein Abo da. Wir gehen jetzt rein. 3, 2, 1. Komm, für den Zuschauer. Für den Zuschauer. Gib uns was. Ah, Gerd Müller, Mann. So, Freunde, wir haben fast alle Packs weggezogen. Wir haben nicht einen geilen Spieler aus den Upgrade-Packs gezogen. Also diese Upgrade-Packs, kompletter Scam. Ich glaube, wir haben über 200 Upgrade-Packs gemacht. Nicht eine geile Karte. Deswegen haben wir es auch ganz ziemlich reingeschnitten. Mega, mega krass. Aber es gibt ganz viele 5x, 3x85 plus Angreifer, Mittelfeld und so weiter und so fort. Also coole SBCs, die machen wir jetzt auch. Und öffnen die Packs und ich hoffe, da wird eine Totti-Karte drin sein. Bitte, dieser Counter muss auf 1 gehen. Ganz wichtig. So, Freunde, wir machen jetzt ein Chatpack. Alle einen Daumen da lassen hier im Stream. Alle ein Abo da lassen. Wir gehen jetzt rein in den Chatpack. Ich mache meinen Monitor aus. Ihr schreibt in den Chat rein, ob wir eine Totti-Karte ziehen und wen wir gezogen haben. Bitte in den Chat. Ich sehe genau ab jetzt nichts mehr. Ich sehe gar nichts. Ihr müsst mir jetzt reinschreiben gleich in den Chat. Warte, ich gehe jetzt rein. Ich habe es, glaube ich, auch für den Chat. Ihr müsst reinschreiben, ob wir das krass gezogen haben. Bitte, bitte. Bitte prank mich aber nicht, Chat. Ich habe keine Kraft fürs Pranken, wirklich. Wenn das eine Goldkarte ist, dann sag einfach Gold. Igor Matanovic, Icon. Ja. Jetzt, ich habe doch gesagt, trollt nicht, bitte, Chat. Bitte trollt nicht. Wen habe ich gezogen? Icon ohne Witz. Totti Icon. Ah, Jungs, bitte hört auf damit. Bro, ich habe Angst, die Monitor zu machen, Bro. Er schreibt, der ganze Chat schreibt, dass ich Xavi Totti Icon gezogen habe. Ich hab. Junge! Xavi Totti Icon, was? Mein erstes Chatpack. Ich zieh Xavi Totti Icon auf dem Zuschauer-Account. Das ist meine erste Totti-Karte. Aber Icon-Card, zählt das? Zählt das? Zählt, oder? Zählt. Oh mein Gott. Let's go. So, Freunde, das sind die Spieler bis jetzt, die wir gezogen haben. Hier aus den letzten 2 Tagen auf dem Account des Zuschauers. Wir haben Kimin J Totti Nominee gezogen, Valverde Totti Nominee, Kane Totti Nominee, Bombastor Hero und Xavi Totti Icon. Ich würde sagen, das sind schon richtig geile Spiele, die wir hier gezogen haben für den Zuschauer. Aber wir werden uns nicht zurückfrieden geben. Wir werden eine Totti noch ziehen. Also eine richtige Totti. Keine Totti Icon. Und was bedeutet das? Das ist unbedingt, wir wollen unbedingt eine Totti-Karte ziehen auf dem Account eines Zuschauers. Also laden wir weitere 12.000 FIFA-Points hier auf. Bestellen, bezahlen und vielen Dank. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal rein in die Promo-Packs. 1000 FIFA-Points. Eisbrecher-Zugabenpack. Hier haben wir Maldini 2 Millionen Coins gezogen. Deshalb, alles, was Eisbrecher ist, ist unser Pack. Wir gehen rein. Let's go. Was ist das? Winter Wildcard, oder? Ne, Hero. What the fuck? Hero? Innenverteidiger? Vincent Kompany, der alte HSV-Mann. Let's go. Wie viel kostet der? 800.000 Coins. Fast wieder einen Spieler gezogen. Was ist das für ein EA-Account? Was hat der Mann für einen EA-Account? Wir verbessern gerade den Account eines Zuschauers. Und was wir hier verbessern, ist unfassbar. Wir ziehen ihm jedes hier Pack fast eine Million Spieler. Hä? Wir gehen rein. Letzte Pack für heute. Und danach geht's rein in die Weekend League. Wir gehen rein. 2000 FIFA-Points. Noch einmal rein. Blau. Deutsch, Brasilien, ZDM. Ist ein Inform wieder. Ist, glaube ich, Casemiro. Und dahinter wird dann ein Inform sein. Also, die Promo-Packs dieses Mal nicht so geil, obwohl die Wahrscheinlichkeit eigentlich relativ hoch war. Den haben wir gezogen, Batscha. Nee. So Leute, Tag 3, der letzte Tag. Und wir haben gerade die Weekend League für Daniel zu Ende gespielt. Wir haben 18:2 gut. Dafür, dass ich mit 0-1 gestartet bin, ist das einigermaßen okay. Und ich bin noch nie mit 0-1 gestartet. Aber egal, Rang 2. Was bekommen wir mit Rang 2? Also 18:2. Wir bekommen 3 1 von 4 84 plus Goldspielerkarten. Ein 4x85 plus Pack. Ein 2x86 plus Pack, 2 ultimative Packs, 2x85 plus, 2 85 plus Kampagnenpacks, ja, ich kann ja nicht mehr reden, und 100.000 Münzen. So, Freunde, gehen wir mal rein. Hier könnte auch schon eine Totti-Karte dabei sein. Ja, jetzt muss die blaue Karte kommen. Blau. Ich hab die doch alle schon. Dani hat alle Spieler gefühlt schon. Und jetzt der letzte Pick. Komm, blau.
Okay, was ist mit dem Picks los? Hä? Rang 2. So, gehen wir rein ins ultimative Pack. Eine blaue Karte noch. Wäre so huge. Schweden, LV, Barcelona, wir wissen alle, wer es ist. Wölfe. Nächstes ultimative Pack, wo wir reingehen. Wieder nicht blau. Frankreich, RM. Skip. Digga, diese ultimativen Packs kosten 20 bis 25 Euro. Das kann nicht sein. Kampagnen Mixpack. Hier haben wir auf jeden Fall eine Special Card am Start. Wen bekommen wir? England. Torwart. Das ist Pope, oder? Es ist Pope. Nächstes Kampagnen Mixpack. Komm, gönn was Nices. Denn? Ich hab keine Ahnung, wer das ist, Chat. Braut? Brunis. Ich wusste nicht mal, dass es die Karte gibt. Ich einmal 84 plus. Frankreich, LM. Digga, diese Rewards. Digga, man spielt für 18,2 und bekommt so einen Mist. Einmal, so ein zweimal 86 plus nochmal und es ist auch nichts. Wir gehen rein in die Promo-Packs, weil es gerade 20 Uhr ist. Und ich glaube, es sind wieder 4000 FIFA-Points und 3000 FIFA-Points-Packs gekommen. Es sind Doppelwalker, das ist Pedri und Parejo. Vielen Dank da. Und das ist das Pack, in das wir heute reingehen. Ein 600k-Pack mal wieder. Elite-Totti-Pack. Wir haben eine Wahrscheinlichkeit hier wieder von 3,8%. 3,8%. Hier hätten wir nur 2,0%. Also wir nehmen auf jeden Fall das Pack hier. Wir gehen hier rein. 3, 2, 1. Bitte gib uns eine blaue Karte für unseren Zuschauer. Es ist eine blaue Karte. Es ist eine... Frankreich. ILV. Nein, es ist nur Nomini, oder? Oder... Komm, es ist Totti, bitte Totti, bitte Totti, bitte Totti, bitte Totti. Wer ist es? Ederson Totti Nomini. Aber es ist unsere dritte Totti Nomini Karte in diesem Video. Wir haben eine Totti Eike gezogen, jetzt haben wir schon drei Totti Nominis. Es ist Ederson. Ich habe keine Ahnung, wie viel er kostet. Er kostet 70k. Das öffnen wir noch zum Abschluss. Da hat er genau 500 FIFA Points noch übrig. Ich hoffe, hier ist noch was Nice dabei, aber ich glaube nicht. Das heißt, unser Ausbeut sind wirklich drei Totti Nominis und eine Totti Karte ausgefüllt. 700 Packs. Ja. So, Freunde, das war diesmal eine ganz andere Ausgabe. Ich habe noch nie so ein Team vorher gesehen. Ich werde nächstes Mal unbedingt darauf achten, dass ihr kein krasses Team habt. Weil dieses Team konnte man wirklich kaum verbessern. Ich konnte nur in die Breite verbessern. Ich habe ihn Kimi J gezogen, Bombastor, Xavi, Totti, Icon, Valverde, Kane, Ederson. Man kann Xavi reintun für Sava, aber ich glaube, Sava ist sogar besser und seine Matheus auch. Also alle seine Spieler waren besser als die Spieler, die ich in der Traden konnte. Obwohl die eigentlich alle krass waren. Man könnte in der Zukunft natürlich noch Sola rausnehmen, aber er hat aktuell auch nur 1,3 Millionen Coins. Dementsprechend wäre es kaum ein Upgrade. Also diesmal haben wir in die Breite investiert und beim nächsten Mal werden wir das ganze Team umbauen. Schreibt mir in die Kommentare, warum ihr es verdient habt, nächstes Mal ausgewählt zu werden. Das war's mit dem Video. Haut rein, macht's gut, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da und wir haben eigentlich ordentlich Packlack ab. Tschüss.